Diego a la Isla. Am Schlossteich in Chemnitz. Feuer auf der Insel. Ja, wo das Feuer ist, werden wir sehen. Auf der Insel sind wir schon mal. Einmal im Jahr trifft sich hier so die alternative Szene von Chemnitz mit viel Musik und viel Spaß. Und schauen wir mal. Wir schauen mal rum. Alle Generationen was dabei, auch für die ganz Kleinen. Für mich? Oh, der kleine Olli. Ja. Heute ist Kinderfest mit Puppentheater. Ich setze mich jetzt ins Puppentheater. Als Garsport. Als 35 Grad. Aber es ist schön. Berge, Wiesen. Hier gibt es sogar vegetarische Hotdogs. Und einen leckeren Schokokuchen mit Himbeeren und Sahne dran. Nicht vergessen, die gehört dazu. Haben wir verkostet. Sehr lecker. Sehr lecker. Ja, vegetarische Hotdogs. Ohne Fleisch, würde ich da immer sagen. Ja, ich habe noch keine Thüringer gesehen. Rundum kulinarisch wunderlecker. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass es mal nicht nur Roster und Steak gibt, wie überall. Es duftet nach allen Formen des Lebensmittels. Das war das Fuego a la Isla 2015 am Schlossteich in Chemnitz. Ein tolles Event. Wir werden uns nächstes Jahr auf diesem Festival wiedersehen. Dann zum 10. Jubiläum. Dieses Jahr war es zum 9. Mal. Doch schon so viel. Das Wetter war super, hat das ideal mitgespielt. Das Wetter war phänomenal. Also ihr Lieben, wir sagen ganz lieb Tschüss. Auf Wiedersehen. We'll be right back.